Ettington aus Spot heißt die heutige Reitstunde. Wir kennen Spot zwar schon, aber ich bin gespannt, was wir alles freischalten werden. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tales of Rain Ravine. Ich bin schon in die nächste Reitstunde gestartet. Wir wollen uns jetzt heute mal mit Spot bekannt machen. Ich glaube, im Anschluss werden wir auch noch Rose freischalten können. Von daher bin ich jetzt besonders gespannt. Und ich bin auch mal gespannt, was wir jetzt hier mit Spot so alles lernen. Denn Spot ist nicht ganz so ruhig wie Milo. Er ist so ein bisschen heißblütiger oder engagierter, sagen wir mal, im jugendlichen Leichtsinn. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt er ist. Aber er ist auf jeden Fall deutlich jünger noch als Milo. Und von daher ist er einfach so ein bisschen agiler, flotter noch unterwegs. Das haben wir ja in den Freeride-Modes von der letzten Demo schon gesehen. Da waren wir ja immer mit Spot unterwegs. Und der kann eben auch, ein bisschen höher springen. Ach, verflixt, hier ist Trot, hier ist wieder Walk. Ah, hier haben wir Übergänge. Okay, jetzt wieder in den Schritt. Ja, ich glaube, da habe ich es eben schon einmal verbockt. So, jetzt hier können wir wieder in den Trab. Also wir können im Trab bleiben scheinbar bis zum Schluss. Ich hoffe, dass wir nicht von vorne anfangen müssen, weil ich einmal zu schnell gewesen bin. Können wir eigentlich... Ah, da wäre es weitergegangen. Hups. Guck mal, wir können auch in diesem Modus, wir können auch in den Reitstunden in der Ego-Perspektive reiten. Das geht. Also die Ego-Perspektive ist so ein bisschen hakelig, finde ich. Aber man muss sich auch überlegen... Start from the beginning again. Wo war nochmal beginning? Beginning, beginning. Wo ist der? Wo ist der, Pfeil? Da hinten ist der Pfeil. Aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es ja alles von Hand animiert ist, halt andersrum. Dafür, dass es von Hand animiert ist, finde ich das eigentlich nicht verkehrt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal im Vergleich die Ego-Perspektive in einem Spiel wie Red Dead Redemption anguckt, da ist natürlich deutlich besser. Aber da müssen wir natürlich auch im Kopf behalten, was da für ein Team hintersteht, wie viel Geld denen zur Verfügung steht, dass das hier einfach eine One-Man- bzw. One-Woman-Show ist. Und vor diesem Hintergrund bewerte ich das immer. Und da finde ich das eigentlich hier schon echt richtig gut, was uns hier gezeigt wird, was wir hier testen können. Walk. So. Jetzt wieder in den Trab. Jetzt geht's da weiter. Aber wie gesagt, ich werde auch auf jeden Fall zu der Ego-Perspektive mal eine eigene Folge machen, wo wir ein bisschen reiten werden, dressurmäßig vielleicht auch springen und so weiter und so fort. So, jetzt müssen wir hier wieder in den Schritt. Und da noch einmal rum. Gut. Ich mag Spot. Ich finde ihn toll. Oh Gott, ich muss niesen. Nein! So, wir starten hier direkt in die nächsten Übungen rein. Diesmal müssen wir hier im Galopp uns durch die Hütchen schlängeln. Ich bin mal gespannt, ob ich das hinkriege. Hier haben wir teilweise ein bisschen weniger Zeit zu reagieren. Working Canter, Long Canter. Working Canter, Short Canter. Working Canter, Short Canter. Long Canter. Short Canter. Da konnten wir, das habe ich schon gesehen, deswegen, da konnten wir schon ein bisschen früher parieren. Aber das war jetzt gerade schon, da mussten wir sich schon konzentrieren. Also muss ich schon sagen. Ich finde das lustig, der Reiter guckt irgendwie immer
In die Richtung, in die wir auch die Maus drehen. Das finde ich eigentlich auch sehr cool. So. Start and Trot. Pull both reins A. Wenn wir A und D gleichzeitig drücken, dann halten wir an. Fort Canter. Das ist das schnelle Anhalten quasi. Ah, okay. Das ist aber wirklich sehr, sehr schnell. Also dafür, dass wir jetzt hier wirklich im Renngalopp unterwegs gewesen sind, ist der sehr, sehr schnell zum Stand gekommen. Das muss man schon sagen. Also die Bremsen funktionieren bei Spot einwandfrei. Jo, damit haben wir auch diese Reitstunde abgeschlossen. Haben wir noch eine? Nein. Wir haben sonst keine mehr, genau. Und jetzt haben wir nämlich auch Rose freigeschaltet. Oh, ich freue mich. Hier seht ihr nochmal die Unterschiede. Rose ist halt nochmal deutlich jünger und sie ist recht klein, 1,50, kann aber am höchsten springen mit 1,30. Sie reagiert sehr sensitiv aufs Lenken, ist sehr schnell und hot-blooded. Das heißt, sie wird wirklich aktiv auf die Hindernisse zuziehen und richtig die Sau rauslassen, vermute ich. Und sie ist hübsch. Ja, aber was ist sie denn? Palomino oder Cremello? Obwohl Cremello, da sind die Augen eigentlich zu dunkel. Da würde ich tatsächlich eher sagen, sie ist ein Palomino. Wie schnell ist sie denn, wenn wir ganz schnell reiten? Ja, die ist wirklich flott. Hält aber auch schnell an hier. So, wollen wir vielleicht mal noch in den Parcours reinschnuppern? Den höheren, wo wir mit Milo nicht drüber springen konnten. Dann können wir das mal noch ausprobieren hier. Jumps 5. Was hat denn der jetzt für eine Höhe? Ich würde mal sagen, wir machen... Ja, wir können es ja mal auf 1,30 machen. Die kann es ja. Boah, da ganz schön ordentlich hier. Nee, wisst ihr was? Wir machen das erstmal ein bisschen niedriger. Bringen das erstmal mit 1,10. Und wann anders springen wir dann mal die Höhe, die sie wirklich drauf hat. Ich würde sagen, da gucken wir uns dann auch alle Parcours nochmal an. Jetzt bin ich echt gespannt, wie sie auf das Hindernis zuzieht. Rose is anxious about this obstacle. Genau, das ist das, was ich jetzt angesprochen hatte, dass sie da wirklich so ein bisschen schissrig ist und der Sache nicht so recht traut und wird da dann so ein bisschen nachhelfen müssen, eben mit Schenkeldruck. Ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. So, Verbindung halten. Ach ja, ich sollte vielleicht auch die Leertaste da zusätzlich drücken. Das wäre vielleicht von Vorteil. Okay, Leute, probieren wir nochmal. Also, oh. Nicht so unterm Reiter wegrennen. Wie funktioniert das? Ich habe es noch nicht so ganz kapiert, wie es funktioniert. Da hat sie auf jeden Fall Bock drauf. So, lass es uns nochmal probieren. Wie mache ich das? Vielleicht muss ich auch beide... Ja, ich muss sie länger gedrückt halten. Wenn ich die Maustaste links und rechts beide länger gedrückt halte, wenn ich abspringe, dann geht sie da drüber. Leute, ich finde das mega. Ich finde das so gut, an was hier wirklich alles gedacht wird. Was da für ein Realismus einfließt. Ganz ehrlich, es gibt kein anderes Spiel, wo so viel Realismus beim Springen dabei ist, dass das Pferd vorm Hindernis Angst haben kann und der ganzen Sache ein bisschen kritisch gegenübersteht und man dann halt wirklich die Beine dran haben muss, damit das Pferd abspringt. Ich finde das super. Ich finde das spitzenmäßig. An sowas muss man erstmal denken, dass man sowas ja auch irgendwie umsetzen kann. Also ich bin wirklich absolut begeistert, nach wie vor. Richtig nice, Leute. Och, ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht mit der Entwicklung hier. Was wir hier noch alles erleben werden, was wir noch alles erleben dürfen. Jetzt probiere ich gleich mal eine etwas engere Wendung. Aber guck mal, die macht mir Spaß.
Die Rose, die ist klasse. Die finde ich richtig, richtig gut. Doch, ist ein gutes Pferd. Obala. Ich hab da mal eine Verweigerung hier in Slow-Mo. Kann man ja auch mal machen. Ach, mega, Leute. Ich bin echt ein Fan von dem Spiel. Kann ich gar nicht anders sagen. Und es ist halt erst eine Demo. Wir können eigentlich noch gar nicht viel machen. Und Demos werden mir eigentlich tatsächlich normalerweise relativ schnell langweilig. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich, so gut es auch eigentlich ist, finde ich auch Equestrian the Game vom Gameplay her etwas langweiliger als dieses Spiel hier. Was aber vielleicht auch daran liegt, dass man einfach das Feeling nicht so gut transportieren kann am Handy. Deswegen will ich da jetzt nicht sagen, boah, das Spiel ist schlechter als das hier. Aber ich muss hier wirklich sagen, es hat selten ein Spiel geschafft, dass man noch so relativ wenig machen kann und ich trotzdem so einen Bock drauf habe. Das muss man erstmal schaffen. Chapeau. Also ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal uns, ja, die Parcours vielleicht, ja, höher machen wir sie erst irgendwann anders mal. Ich würde sagen, wir testen dann wirklich mal das Springen in Ego-Perspektive ausgiebigst aus und dann vielleicht auch mal den fortgeschrittenen Springmodus. Also, bis dahin und macht's gut. Und wenn ihr vielleicht auch irgendwelche Wünsche mal habt, was ich machen soll, schreibt's doch mal in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.